Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir kommen zusammen, weil wir Gott loben wollen. Wir wollen ihm Danke sagen, dass er bei uns ist. Und wir wollen miteinander feiern und fröhlich sein. Herr unser Gott, wir bitten dich, lass uns deine Nähe spüren, jetzt und in aller Zeit, die du uns schenkst. Amen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Hallo Friedhelm, guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal Friedhelm, guckst du mich denn überhaupt nicht an, wenn du mit mir redest? Ach Friedhelm, was ist denn mit dir los? Wo guckst du denn die ganze Zeit hin? Ich gucke in den Himmel. Du guckst in den Himmel? Was siehst du denn da? Boah, Wolken. Weiße Wolken, dunkle Wolken. Ach ja, stimmt. Guck mal, da oben, die eine Wolke sieht aus wie ein Hund. Ja, und die andere sieht aus wie ein Schaf. Ach, das ist ja interessant. Und siehst du da hinten diese dunkle Wolke, die da kommt? Die bringt Regen. Boah, sieht ganz schön bedrohlich aus. Oh, es ist spannend, in den Himmel zu gucken. Wonach suchst du denn? Na, ich will was über Gott erfahren. Darum guckst du in den Himmel? Und da siehst du Gott? Aber Gott kann man doch gar nicht sehen. Wie, Gott kann man nicht sehen? Hast du Gott schon mal gesehen? Aber wonach suchst du genau? Ich will sehen, was ich da oben entdecken kann. Da gibt es doch bestimmt Spuren von Gott zu sehen. Weißt du, Friedhelm, damals in Jerusalem, da war Jesus, der war tot und ist wieder lebendig geworden. Ich weiß. Und dann, als er wieder lebendig war, ist er mit seinen Freunden umhergezogen, hat sich die Orte angeguckt, an denen sie was gemeinsam erlebt haben. Und dann plötzlich auf einem Berg ist Jesus vor ihnen verschwunden. Wie verschwunden? Naja, sie sagen, er ist wie mit einer Rakete, mit einer Wolke nach oben gefahren. Er hat mit ihnen geredet und hat gesagt, ich bin immer bei euch. Und dann plötzlich war er weg. Auweia. Und seine Freunde haben die ganze Zeit in den Himmel geguckt und versucht, das zu begreifen, so wie wir jetzt in den Himmel gucken. Und auf einmal kamen da Engel und haben zu ihnen gesagt, warum glotzt ihr so in den Himmel? Ach, sowas sagen Engel? Ja, sowas sagen die Engel. Warum glotzt ihr so in den Himmel? Da findet ihr ihn nicht. Ihr habt Aufgaben in dieser Welt, geht zurück nach Jerusalem, geht in die Stadt und erzählt allen, was ihr gesehen habt. Und dann? Und dann haben die Jünger begriffen und dann haben wir alle begriffen, Gott entdecken wir nicht da oben in den Wolken, sondern Gott entdecken wir hier unten auf der Erde bei uns Menschen. Gott entdecken wir in den Menschen, die uns begegnen, in den Menschen, die uns helfen, in den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, in den Menschen, die mit uns singen und bei denen, die mit uns spielen. Genau, und bei denen, die mit uns spielen. Gott entdecken wir bei den Menschen. Gott ist bei uns, immer.
auch wenn wir ihn nicht sehen. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Lasst uns beten. Gott, du bist bei uns Menschen immer und überall. Wir danken dir dafür. Wir können dich nicht sehen, aber wir sehen deine Spuren in unserer Welt. Wir sehen, dass Menschen mutig und fröhlich werden, die eben noch traurig waren oder ängstlich. Wir bitten dich, Gott, sei du bei allen, die Angst haben, dass sie Mut bekommen. Sei du bei allen, die krank sind, dass sie gesund werden. Sei du bei allen, die sich alleine fühlen. Schenke uns Freundinnen und Freunde und tröste uns. All unsere Bitten und allen unseren Dank nehmen wir hinein in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.